Back from the dead. Mittwoch, der 9. Mai 2018 und willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Item Shops. Und wie ihr wisst, es gibt neue Feature Items und neue Daily Items. Also würde ich sagen, jumpen wir mal direkt rein und schauen nach, was es Neues gibt. Ihr seht, nicht so viel Neues, aber wir fangen mal an bei den Daily Items. Assault Troopers am Start. Meiner Meinung nach einer der, gehört zu den Standard-Scans eigentlich, ne? Ist jetzt nicht so hellgrün, sondern eher matschig-braun gehalten. Blaue Dogtags sind mir vorher nicht aufgefallen. Vielleicht sind die neu, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall liegen die bei 800 V-Bucks. Also wer sich die gönnen möchte, kann das hier gerne machen. Dann haben wir den Raptor am Start für 500 V-Bucks. So Tarnmuster, Army-Tarnmuster, passt ganz gut. Wir hatten vor kurzem einen Army-Skin. Da passt er vielleicht ganz gut zu. Dann haben wir Cutting Edge. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich ein geiles Tool, muss man sagen. Für 800 V-Bucks. Ihr seht hier oben diesen Elektro-Effekt noch. Genau, hier kann man das richtig schön sehen. Ist nicht schlecht. Ich mag so Kleinigkeiten irgendwie in Harvesting-Tools und so. Es gibt viel zu wenige, die gute irgendwie Animationen und so weiter haben. Und hier sehen wir nochmal so eine kleine Animation drin. Also nicht schlecht. Für 800 V-Bucks. Dann haben wir Midnight Ops am Start für 1200 V-Bucks. Und hier mit dem Bionic-Arm. Und das ist so der Nils-Skin, sage ich immer. Gegrüßt, bisher Nils. Der Nils hat den. Und mit dem Irokesen auf dem Kopf. Wer den haben möchte, sieht ganz cool aus. Mit einem roten Halstuch noch für 1200 V-Bucks. Und dann kommen wir zu den beiden Emotes. Wir haben einmal Depp am Start. Ja, gibt's nicht so viel drüber zu sagen. Ihr wisst, was Depp ist. Hier, zack. Nochmal 500 V-Bucks. Und Elektroschaffel ist drin für 800 V-Bucks. Einer der geilsten Tänze eigentlich. 800 V-Bucks. Überlegt man immer noch zu holen. Vielleicht mache ich das. 800 V-Bucks für Elektroschaffel. Ja, und dann zu den weniger erfreulichen Feature-Items. Raptor ist am Start für 2000 V-Bucks. Und auf den stehe ich überhaupt nicht. Aber wer drauf steht, kann sich den jetzt gerne gönnen. War damals relativ neu. Jetzt natürlich uralt. 2000 V-Bucks. Man kann den Rucksack mitnehmen übrigens. Für alle, die es wissen wollen. Und gelbe Handschuhe, gelbe Mütze mit einem Headset nochmal drüber. Ja, mein Fall ist er nicht. Und genauso wenig wie die Axt hier, Pixwig ist am Start. Die macht so ein schönes Quietschegeräusch. Ihr kennt das vielleicht von den Babyspielzeugen. 1500 V-Bucks. Macht jetzt keine nette Animation oder so. Das Geräusch ist ganz cool bei der Axt. Ist ganz cool, wenn man damit nochmal jemanden, der auf dem Boden ist, hackt und damit tötet. Alleine wegen dem Geräusch. 1500 V-Bucks dafür. Ja, alles in allem kein besonderer Shop heute. Ihr könnt mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch irgendwas davon gegönnt habt. Würde mich mal interessieren. Oder ob ihr auf das... Ob ihr auf neue Sachen wartet, denn ihr wisst, einige Sachen sind hier natürlich geleakt, ne? Einige Skins sind geleakt und einige Harvesting-Tools und so weiter und so fort und Emotes. Ganz interessant. Übrigens, wenn ihr das Video hier seht, ist der 9. Das bedeutet, wenn ihr Twitch Prime habt, gibt es ein neues Twitch Prime-Paket, was ihr euch kostenlos gönnen könnt. Also geht rüber, Twitch Prime aktivieren und holt euch euren Loot ab. Es gibt ein neues Set, komplett Skin, Emote und so weiter für Fortnite. Also nicht vergessen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich auch interessieren. Und wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da. Ansonsten lasst ein Dislike da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Bis dann. Ciao, ciao.